Übersetzung. Geil. Oh, Fez macht das. Jo. So, und damit herzlich willkommen. Ein neues Fahrvideo. Wir befinden uns auf der Autobahn. Und wir fahren NC. Wie unschwer zu hören ist, mit Shifter. Was haben wir hier? Wir haben das Auto vom Nikolas. Der zweite 2,5 Liter Duratec im NC. Sind sozusagen direkt auf dem Weg zu ihm. Auch so ein bisschen Premiere haben wir es auch noch nicht gemacht. Nee. Aber es fährt geil. Es fährt saugeil. Es ist wie der andere auch. Drehmoment, Leistung, Drehfreude oben raus. Über das ganze Drehzahlband geht das einfach. Das marschiert. Also geil. Geiles Ding. Jo, was haben wir denn hier alles gemacht an dem Auto? Also, Innenraum sieht man hier ein schickes, neu beledertes Lenkrad. Wir haben einen Überrollbügel, worauf ich sehr neidisch wäre als NC-Fahrer. Wir haben hier ein Hardtop auf dem NC, sehr selten, in Wagenfarbe, also wirklich alles perfekt. Jo, Shifter ist klar, habe ich da eben angesprochen. So ein Drift-Button hier am Handbremshebel. Jo, und damit halt. Und in 2,5 Liter Motor. Und in 2,5 Liter. Ja, ein bisschen mehr haben wir noch, also es ist nicht nur der 2,5 Liter. Natürlich mit unserem Fächerkrümmer Katz und Gruppe A, komplett Paket von vorn bis hinten. Und Ansaugbrücke, in diesem Fall mit einer Grams Drosselklappe und mit einer Racing Beat Ansaugung. Klang ist saugeil, also dezent Auspuff, man hört ihn, aber ist nicht übertrieben. Aber das Geräusch von vorne, also wenn du draußen bist, ist schon gut. Das hört sich echt mächtig an. Ja. Das ist schon richtig geil. Ansonsten hat er eine große Stoptech vorne bekommen. Die 309 mm mit anderen Scheiben und Belegen hinten, Stahlwerksleitung hinten, dass es halt eine runde Nummer wird. OZ Alegritas in 8x17 ET35, 215, 45, 17. Sieht richtig geil aus, der Wagen ist schon tiefer. Der Nikolas hat uns das Auto so gebracht, das heißt, das sind, glaube ich, H&R-Federn oder Eibach-Federn drin, ich bin mir gerade nicht sicher. Und andere Stabis waren auch schon vorher drin, wir haben jetzt nur sozusagen die Räder ergänzt. Und das Auto steht richtig geil da. Ich glaube, du hast ja auch ein paar Außenaufnahmen gemacht, also steht ultra fett. Das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Wagen geworden. Ansonsten technisch, was haben wir sonst noch so gemacht? Klar, Nockenwellen sind hier drin bei dem 2,5 Liter Umbau und wie gesagt, die Ansaugbrücke, auf jeden Fall unbedingt eine Empfehlung. Haben jetzt hier bei deutlich höheren Temperaturen auf dem Prüfstand gemessen gegenüber dem anderen 225 PS und knapp 270 Newtonmeter Drehmoment. War aber bei 30 Grad Ansaugluft oder bei 30 Grad Prüfstandstemperatur. Das ist mit den anderen, glaube 15 oder 20, die wir vorher hatten, bei dem anderen 2,5er, landen wir da gleich. Also das passt. Und dieser Antritt unten raus ist einfach so geil. Also du hast eine Kraft in jeder Lebenslage. Es ist so fett zu fahren. Einfach richtig geil. Und sonst technisch, mal überlegen, dass ich nichts vergessen habe. Du. Ich nachdenke. Ja, so ein bisschen Kleinkram. Der Nikolas wollte, dass wir die hier die Gurtdurchführung, die serienmäßige vom NC Vorfacelift auf Facelift umrüsten, damit der Gurt, sage ich mal, schöner geführt ist. Macht sich auch positiv bemerkbar, muss ich sagen. Der Bügel hat eine Gurtstrebe, das heißt, langfristig könnte man hier noch auf andere Sitze und 4-Punkt-Gurte umbauen, wenn man es wollte. Aber fürs Erste sind wir hier mit einem 3-Punkt-Gurt unterwegs. Ja, und sonst? Da vorne kommt jetzt erstmal Baustelle, das heißt mit Durchladen ist nicht. Das machen wir jetzt aber gleich nochmal. Dann gucken wir so ein bisschen bei höheren Geschwindigkeiten, was passiert. Ja. Würde ich sagen, blenden wir gleich da ein. Jo. Okay. So, Baustelle ist zu Ende, würde ich sagen, laden wir mal durch. Übersetzung, geil. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir haben von 5-Gang auf 6-Gang umgebaut. Mit Kupplung und Schwungrad. Also leichteres, ein bisschen leichteres Schwungrad,
passende Kupplung für 6-Gang, 6-Gang-Getriebe, Kardanwelle, alles getauscht. Und dann passt dazu den Shifter für 6-Gang. Und das ist saugeil, weil das Hinterachs-Diff ist ja kürzer übersetzt beim 5-Gang als beim 6-Gang. Und in Paarung mit dem 6-Gang, geil. Also hier die Abstufung, es ist halt sauger, es ist richtig, richtig geil. Und diese Kraft, Alter, wir sind 150 fahren wir. Guck mal, wie das schiebt. 4,5, das ist Kraft, das ist Warte. Fett. Uns bremst. Ja, unerwartet. Geil. Ah, das war so fett, hier zu fahren. Ich hätte sowas auch gern. Ey, so ein 2,5 Liter in dem Auto, das ist schon geil. Ich habe es immer wieder überlegt, so, als ich in Probe gefahren bin gestern. Ich dachte so, Junge, ich hätte Bock, irgendwie mir einen 1,8er NC zu holen. Ja. Der halt so technisch gut dasteht. Der Motor, scheißegal, Ölverbrauch, sonst wie, ist egal. Und Karosserie gut da und dann 1,8er raus, 2,5er rein, 6-Gang. Geil. Dann ist das so ein perfekter Allrounder, weil du kannst damit normal fahren, entspannt gediegen, cruisen, aber das geht auch echt vorwärts. Und das sind diese Vehemenz halt so. Also Turbo ist geil, keine Frage. Und gerade als 2 Liter geht halt da nochmal mehr mit der Leistung und dem Drehmoment. Aber so Ansprechverhalten und Charakter, das hat schon was. Das ist schon echt was Besonderes. Ist da nicht. Was ist denn mit deinem RX-8? Ja, der ist noch beim Lennart. Grüße gehen raus. Da soll es jetzt irgendwie weitergehen. Wird behauptet. Was am Ende des Tages passiert, werden wir mal sehen. Das wird wild. Das wird ziemlich wild, das Auto. Ja. Die 4 vorne ist wohl ziemlich sicher. Ob die 5 vorne kommt, weiß man nicht. Was? Hörst du da jetzt rein? 2 Liter geschmiedet, gesleeved, großer Turbo, Leistung. Ja. Gebauter Krümmer, gebauter Ansaugbrücke, ja. Aber wollen wir jetzt nicht hier abschweifen, das ist Thema für ein andermal. Ja. Habe ich schon mal vorgestellt, wer das Video nicht kennt, zu meinem Auto die Videos, hier kann man mal ein paar Mal die E's machen. Ja. Wer die alten Videos sich anguckt, der wird sich ein bisschen erschrecken über meine Frisur. Das tut mir sehr leid. Jugendsünden und so. Ah, geil. Einfach 170, 180 fahren. Das geht einfach so. Zack. Ja. Ich bin im 6. Gang. Ich muss ja nicht das irgendwie jetzt hochquälen. Ja. Ich glaube, den Tacho könnten wir voll machen. Einfach geil. Einfach geil. Fand ich jetzt ein bisschen laut für die Zuschauer, Zuhörer, weil Windgeräusche, Salz, ein bisschen Geschwindigkeit ist nichts. Es geht. Ja, klar. Also. Den C ist halt angenehm leise bei Geschwindigkeit. Wenn A und B müssten wir uns jetzt anschreien. Ja. Spätestens bei 160. Na gut. Du willst ja eh mit dem A oder dem B jetzt nicht die 200 irgendwie fahren. Das fühlt sich viel zu spektakulär an.
Tacho ist voll. 240 plus haben wir jetzt. Der Schiff, der klappert um sein Leben. Ja, so ein Schiff da. Das muss man wollen, aber ich will's. Also für mich steht die Nummer 100% klar. Shifter ist Muss. Shifter ist absolutes Muss. Ja. Den Eindruck vom Auto gegeben. Klar, schade, jetzt auf der Autobahn kann es jetzt nicht mega viel zum Kurvenfahrverhalten machen. Aber Beschleunigung und alles, Geschwindigkeit, Klang, geil. Einfach saugeil. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Ciao.